Thank you.
going on right now? Wo auf der Welt ist Olli heute? Ich war unterwegs in Manhattan. Es war ein super geiler Tag. Es war meine erste so virtuelle Tour. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin, halte ich noch mal ganz kurz hier am Hamilton Park und sag danke. Danke an all die, die mit dabei waren. Danke an all die, die sich freuen, dass es nächsten Montag um 18:30 weitergeht. Und schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, dass ich in so ein paar Monaten so wichtig bin wie der Tatort am Sonntag. Da steht die Holiday Tours Limousine, mein Ford Explorer, mein Zebra Jeep, den Zieb, den gibt es ja nicht mehr. Aber hier bin ich einfach nochmal, hab nochmal kurz gehalten, um euch nochmal diesen Blick rüber auf die Stadt zu bringen. Bei euch ist es abends, ihr macht euch ins Bett. Ich fahre jetzt heim, die Catherine, die hat fleißig gearbeitet. Die Kinder waren in der Tagesstätte heute, im Kindergarten, Vorschule bei der Zoe. Heute Abend machen wir uns noch zur Gymnastik und genießen noch mit den Kindern ein bisschen Fun und Action. Ihr hattet Fun und Action. Danke für all die, die mir ein paar Bier ausgegeben haben. Sollte da irgendwas nicht klappen mit der Mitgliedschaft, dann sagt mir Bescheid. Und nur, dass ihr es wisst, es gibt noch Plätze. Also es sind jetzt gerade 57 Mitglieder. Heißt, 57 haben wir mehr als 3 Bier ausgegeben. Und da ist noch ein bisschen Platz. Also haben wir noch 43, wo für mindestens 3 Bier noch was zu machen ist. Wenn ihr das euch anschaut auf meiner Seite buymeacoffee.com/holidaytours, da seht ihr, dass ich da einiges mehr an Supporter habe, nämlich 117. Das sind also auch die einfach sagen, Mensch, den Olli, den follow mal. Und dann sind die da mit dabei gezählt, aber Plätze haben wir noch. Was ihr jetzt nicht so wirklich sehen könnt, schauen wir mal, ob wir reinzoomen können. Da drüben, der hat's ein Yard mit der Wessel. Auch das werden wir irgendwann einmal besuchen. Unten den Financial District, da machen wir uns natürlich auch mal hin, da sehen wir nicht viel. Und dann schauen wir rüber, das New Yorker, das ist so ganz schön rot, das klingt raus. Und dann, wo so die Lichter rüberkommen, da ist der Times Square, da war das Cruise Ship Terminal. All das werden wir irgendwann nochmal begehen. Jetzt schauen wir mal, was nächsten Monat auf dem Plan steht. Bis dann sage ich Servus, Ciao, Pfiat, die mach's ganz gut. Pfiat!